Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Projekt, welches den Namen trägt Let's Play Minecraft. Ja, wer hätte das gedacht? Wir befinden uns hier schon im Startbildschirm. Ein paar Basisinformationen vorab. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, stammt von einem begnadeten Künstler namens Papafiot. Ich bin mir nicht sicher, ob man den so ausspricht. Ich werde den Link in die Beschreibung auf jeden Fall reinposten. Des Weiteren, Moment, jetzt muss ich hier doch nochmal ganz kurz die Musik runterdrehen, die wird mir dann doch ein bisschen zu laut. Des Weiteren spielen wir mit dem Honeyball Texture Pack Remake. Wir könnten auch mit Herr Sommer spielen, aber ich mag das Remake ein bisschen mehr. Kann euch allerdings beide nur empfehlen, werde auf jeden Fall hier den Link davon auch in die Beschreibung tun. Und gibt es noch was zu sagen? Ja, natürlich, ich habe die Mods Unbelievable Shader Mod und Minimap installiert. Die werden uns auf jeden Fall noch sehr hilfreich sein. Und dann würde ich sagen, beginnen wir hier mal die Einzelspieler-Welt. Ja, das hier ist meine Welt, in der ich momentan so noch spiele. Hier habe ich mal was getestet. Das kann man gleich wieder löschen. Und zwar erstellen wir uns jetzt eine neue Welt. Die nenne ich jetzt auch einfachheitshalber nochmal Let's Play. Im Spielmodus Überleben. Und wir lassen den Seed hier mal einfach aus. Und dann würde ich sagen, erstellen wir hier die neue Welt. Auf neue Welt erstellen. Oh, und perfekt, sind wir schon wieder in einem Schneegebiet gespawnt, was mich jetzt langsam aber sicher mal ein bisschen aufregt am neuen Map Generator. Aber egal, ich werde auf jeden Fall jetzt hier gleich mal rausgehen. Oh, geil. Aber vor. Ja. Vorher mal noch die Kuh hier. Los! Vorher hier mal die Kuh noch umbringen. Ja, denn wir brauchen die Schnitzel noch zum Essen. Und da drüben haben wir gleich eine Wüste. Was auch ganz schön interessant ist. Moment, jetzt muss ich hier aber gerade mal nochmal am Mikro kurz den Sound runterdrehen. Danke. So, ja, jetzt komm. Komm jetzt ran, du dumme Kuh! Gott, warum haben eigentlich die Kühe so viel Leben? Von den Schafen können wir uns gleich noch die Wolle nehmen. Tut mir jetzt leid, dass ich die töten muss, aber Eisen habe ich jetzt gerade noch nicht. So, da kommen wir noch her. Komm her. So. Ja, gibt es hier noch etwas zu erzählen? Ja, zur Aufnahme benutze ich Fraps natürlich. Den Namen des Spiels muss ich jetzt ja nicht nochmal erwähnen, also das wäre jetzt ein bisschen wirklich ein bisschen unnötig. Und da unten sehe ich mal auf der Karte, dass da ein bisschen Grünes wächst. Allerdings bringt das jetzt hier auch nicht wirklich viel. Ich möchte jetzt nicht in der weder in der Wüste noch hier irgendwie in dieses Schneegebiet rein, aber da hinten sieht es besser aus. Ja, das sieht viel besser aus. Das ist ja schon nahezu perfekt hier, als kleiner Unterschlupf. Ich würde sagen, das benutzen wir auch gleich als Unterschlupf. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Holz und dazu nehme ich allerdings die Bäume da. Die sind nämlich einfacher zu fällen als die anderen. Kohle haben wir da auch gleich, das fängt ja eigentlich richtig gut an. Jetzt will ich da aber noch kurz... Oh, und da haben wir auch noch direkt einen Dschungel. Es wird ja immer besser. Und ich würde sagen, da haben wir mal einen perfekten Start hingelegt. Naja, nahezu perfekt. Ich werde mir jetzt als erstes ein bisschen Holz holen. Für ein paar Werkzeuge. Dann da hinten unsere Basis einrichten. Und, achso, ja.
für die, die hier die Mods nicht kennen, also der Shader Mod, der, wie ihr hier seht, fügt diese Schatten-Lichteffekte ein. Und ich finde, er bringt auch die Farben etwas satter rüber. Finde ich ganz schnieke. Schnieke? Naja, finde ich ganz schick. Oh fuck, und Race Minimap, da seht ihr da rechts oben diese Karte. Die ist natürlich ohne die Mini. Oh Gott, sogar mit Lava hier. Würde ich sagen, bauen wir hier das Ding hin. Race Minimap, da seht ihr ja da rechts oben. Jetzt seht ihr sie natürlich nicht. Wartet kurz. Dann werden wir noch hier kurz eine Workbench machen. So, da seht ihr ja da rechts oben diese Karte im Eck. Ja, das ist Race Minimap. Und die hat auch noch ein paar ganz gute Funktionen. Die werde ich jetzt auch mal kurz. Achso, ja. Die werde ich jetzt auch mal kurz noch erklären. Moment. Sobald ich mir hier die Spitzhacke gemacht habe. Und zwar kann man hier, wenn man auf das Kartenmenü, also auf M ist es am Anfang, klickt, kann man hier die Minimap an- und ausschalten. Den Typ, also hier Oberfläche, Biome, da sieht man da das Lava. Cave, das brauchen wir jetzt allerdings nicht. Wir nehmen einfach Surface. Hier könnt ihr euren, also da wo ihr gestorben seid, einblenden lassen, den Death Point. Die Minimap Options lasse ich jetzt einfach mal so, weil, naja, ich habe es jetzt schon richtig eingestellt, wie ich es brauche. Und was hier auch ganz wichtig ist, Moment, den werde ich jetzt hier mal hier hin machen. Wenn ihr euch irgendwo hinstellt, könnt ihr hier auf den Waypoint drücken, auf Add, dann tippt ihr da mal einen Namen ein. Also ich nenne das jetzt Unterschlupf. Ja. Und dann könnt ihr hier noch eine Farbe nehmen. Ich mache das jetzt am besten ein bisschen blau. Am besten, sagte ich. Ein bisschen blau. Ja, das ist ganz gut so. Machen wir da. Okay, dann haben wir hier, sehen wir hier diesen großen, bin mir nicht sicher, diesen Diamanten. Hier können wir es on und off schalten. Ich lasse es jetzt mal ganz kurz on. Und zwar könnt ihr dann, egal wo ihr seid, also ich bin mir nicht sicher, ob ihr, wenn ihr zu weit weg seid, aber ihr seht ja da diesen Stern halt und den Namen drüber und da hinten wird euch noch angezeigt, wie weit ihr weg seid. Und wenn wir jetzt auf der Karte so weit weggehen würden, dass er hier nicht mehr drauf ist, da oben, also da rechts oben, dann zeigt es, in welche Richtung ihr gehen müsst, um wieder hierher zu kommen. Also ziemlich nützlich, wenn man sich mal verläuft oder so. Aber ich werde ihn jetzt mal ausschalten, weil verlaufen tun wir uns jetzt eh nicht. Und zwar brauche ich jetzt ein bisschen Kohle und Stein. Wäre auch nicht schlecht. Und zwar das Ganze noch, bevor es dunkel wird. Aber das ist schon schön, dass wir hier gleich ein Ding gefunden haben. Also eine einigermaßen gute Map. Wir haben sie ja jetzt noch nicht erkundet, aber was ist denn das da hinten? Jetzt ist natürlich weg. Da hier rechts, da oben. Da werde ich auf jeden Fall auch noch hingehen. Und die Lava ist natürlich auch nützlich, dass die gleich da draußen ist. Wenn ich die irgendwie noch brauchen werde. Weiß ich ja noch nicht jetzt. Gut, dann haben wir jetzt hier mal die Steinspitzhacke für die Holzspitzhacke für den Stein und die Steinspitzhacke benutze ich für die Kohle. Und da haben wir ja gleich eine Höhle freigelegt, wo uns jetzt hoffentlich nicht gleich irgendwas anfallen wird. Hoffe ich auf jeden Fall. Wartet mal kurz. Ja, auf jeden Fall höre ich ein Skelett, das heißt, ich bleib da mal. Oha. Ich bleib da jetzt mal lieber hier draußen und baue die Kohle ab. Was es noch zu sagen gibt, also ich habe ja vor kurzem das Playthrough von Star Wars Republic Commando hochgeladen. Und sich haben sich da mal ein paar jetzt noch gefragt, wann endlich Teil 2 rauskommt. Und ich kann euch sagen, das wird noch eine Weile dauern, denn ehrlich gesagt habe ich gar keine Lust, den hochzuladen. Und das liegt einfach daran, dass in dem Dorf, in dem ich wohne, besitzen wir noch so richtig alte Bambus-Buschrohrleitungen, wo ich hier zum Uploaden von einem Video, das 8 Minuten geht auf HD, 2 Tage brauche, also 2 ganze Tage. Und
Naja, es ist halt so, dass wenn ich es dann mit meinem Laptop hier hochlade, dann müsste ich sozusagen alle 2 Stunden am Laptop irgendwie was machen. Denn auch wenn ich diese Schlaffunktion, die der Laptop halt hat, dass er sich nach 3 Stunden oder so ausstellt, auch wenn ich die deaktiviere, schaltet er sich trotzdem aus. Also ja.